Die häufigste Ursache für die Leberzirrhose ist in Deutschland und auch in Mitteleuropa immer noch der schadhafte Alkoholkonsum. Das ist aber nicht alles. Und viele Menschen haben eben keinen schadhaften Alkoholkonsum, aber trotzdem eine Zirrhose. Auf dem Vormarsch ist auch in westlichen Ländern insbesondere die sogenannte nicht-alkoholische Fettlebererkrankung. Das heißt eine Verfettung der Leber, der Leberzellen, die nicht durch Alkohol bedingt ist, sondern durch Übergewicht, Diabetes, Fettstoffwechselstörungen und andere Ursachen. Das ist in Deutschland sehr stark auf dem Vormarsch und hat und wird auch in Zukunft die bisherigen zweithäufigsten Ursachen überholen, nämlich die sogenannten Virushepatitiden, das heißt also die Hepatitis B und Hepatitis C, wenn sie chronisch wird. Seltenere Ursachen, das kann man dann nur im Labor rausfinden, sind Autoimmunerkrankungen der Leber oder Speicher- und Stoffwechselkrankheiten der Leber.